Und der Kunde hat den Digitalthermostat eingebaut und reklamiert, dass er immer noch 1,5 Stunden hat, bis er innen drin kalt ist. Oder sogar noch länger. Ich habe das getestet bei 21 Grad starten. Nach 1,5 Stunden hat er 6,7 Grad. Jetzt habe ich den geändert. Jetzt hat er in 30 Minuten, kommt er von 21 auf 6,5 Grad. Also das heißt, er braucht dreimal weniger lang, bis er 6 Grad erreicht. Jetzt habe ich hier eine Temperatur von 4 Grad, aber einfach als Vergleich. Dieser Kühlschrank hier von Kissmann, das ist ein Speicherkühlschrank. Und da wird behauptet, dass dieser Speicherkühlschrank weniger Strom braucht. Dieser Speicher, der sitzt hier drin und hier werden Kühlakkus runtergefroren. Das heißt, bis diese Kühlakkus kalt sind, braucht er einfach mal Energie. Das heißt, wenn ich die runterkühle, geht es einfach mal 2-3 Stunden, bis er überhaupt ein bisschen anfängt, vernünftig zu kühlen. Wenn ich hier das Tiefkühlfach noch davor habe, noch länger. Der Vorteil vom Speicher ist, wenn ich ihn jetzt keinen Strom mehr zur Verfügung habe, dann kühlt er weiter. Wobei wir haben heute Lithiumbatterien, wir haben heute vernünftige Ladetechnik, wir haben Strom zur Verfügung und sonst müsst ihr noch ein paar Solarzellen aufs Dach machen. Wir müssen die Energie nicht speichern in einer Speicherplatte. Zweitens kommt es dazu, das Tiefkühlfach, was schon keins mehr ist, wenn ich den Kühlschrank dann ausmache und der kühlt weiter über die Speicherplatte, taugt uns als erstes mal das Tiefkühlfach auf. Das heißt, ein Kühlschrank mit Tiefkühlfach oder Eisfach mit einer Speicherplatte ist eigentlich ein Schwachsinn. Was haben wir noch gemacht an dem Kühlschrank? Wir haben das Kältemittel, das 437A, kennt keine Sau. Zweitens hat es ein GWP von 1800 und irgendwas, müsste ich nachschauen. Also relativ hoch, also das GWP ist das globale Erwärmungspotenzial. Und man sollte heute runter, im Haushaltssektor ist unter 150. Neue Geräte, die wir haben, die sind mittlerweile auf 2 oder 3 GWP und wir haben aber hier jetzt noch R134A eingefüllt. Das ist auf 1430 unter der Grenze von 1500. Ja, und somit haben wir die Abkühlzeit, also wenn der Kunde einschaltet, bis der Kühlschrank kalt ist, geht jetzt eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr. Ja, das war's von der Änderung. Ich verlinke hier oben noch einen Kissmann Kühlschrank mit dem Speicher. Das müsst ihr sehen. Und hier das alte Video von vor 2 Wochen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.